Naja, also. Oh, da ist einer. Lass mich mal damit killen. Geht das? Digga, was ist denn mit diesem Messi los? Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich habe heute mal wieder einen Gast am Start. Sag mal hallo. Ja, moin, Freunde. Giorgio ist am Start. Ein bisschen das ist ein Gegner. Sag hallo, sag vernünftig hallo, los. Bisschen verpeilt wieder am Start, Freunde. Wir haben auch jetzt gerade wieder 3:15. Ja, über echt? Schon wieder so spät, Alter? Ja, Digga, 3:15 in der Nacht. Wir sind schon wieder, wir können auch heute mal, wir machen zwar ein Live-Commentary, Freunde, ja, aber wir können ja heute auch mal über die Nachtaktivität von uns reden. Ja, über das Leben eines YouTubers, wenn man nachtaktiv ist, aber zum ersten Mal, zuerst will ich was zu dem Spiel hier sagen. Und zwar spielen wir Battlefield und ich habe nur noch 17 Leben, bin gleich tot, werfe deswegen eine Granate rüber und habe eine Feuerschutzhilfe bekommen. Was ich richtig geil finde an dem Spiel ist, dass man Assists bekommt. Also manche Assists zählen als Skills. Das ist richtig geil, finde ich. Und da hinten befinden sich richtig viele Gegner. Ich versuche sie jetzt zu flankieren. Bist du übrigens in meinem Team oder im Gegnerteam? Musst du nachgucken. Ich gucke jetzt nicht nach. Eben bin ich deswegen gestorben, Alter. Kein Ding, Digga. Interessiert keinen. Spaß. Ich liebe deine Muskeln. Über die Nachtaktivität, ne? Ja, genau. Also über die Nachtaktivität, Freunde. Also das Ding ist ja, ich bin ja... Oh, wen haben wir denn hier? Den messer ich jetzt mal. Oh shit, Digga, ich krieg keine Kills, weil die ich... Zack, in die Brust, Alter. Ich liebe diese Animation. Und ich liebe die Animation auch. Ja, egal. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und auf jeden Fall möchte ich jetzt etwas sagen zu der Nachtaktivität, wenn man YouTuber ist. Für mich ist ja das Ding, Danny ist ja Vollzeit-YouTuber. Ich leider noch nicht, aber es ist schon auf einem guten Weg dahin. Und ich muss einfach sagen, ich bin mehr in der Woche YouTuber als... Oh, Alter, wie schnell sterbe ich denn gerade? Ich bin verdammte Scheiße, ich habe keine Munition mehr gehabt. Ich bin auf jeden Fall mehr in der Woche YouTuber. Wurde wie reanimiert, Digga. Ja, auf jeden Fall. Jetzt versuche ich das letzte Mal jetzt hier anzukurbeln. Und zwar bin ich mehr in der Woche Vollzeit-YouTuber als jetzt in meiner anderen Arbeit. Da arbeite ich maximal 3-mal die Woche. Und ich muss echt sagen, man ist als YouTuber mega nachtaktiv, ja? Also man ist meistens zu 90% wirklich schläft man aus und dann macht man erst seine Arbeit. Ja, das ist übertrieben heftig und das Ding ist einfach, dass ich weiß zwar nicht, wann ihr so schlafen geht, wenn ihr zur Schule geht, aber wir persönlich gehen halt ziemlich spät schlafen. Das wollen wir uns unbedingt immer abgewöhnen. Ach, ich habe genau dieselbe Waffe wieder aufgehoben, voll die Kackwaffe. Auf jeden Fall, obwohl ich weiß gar nicht, wie die Waffe ist. Auf jeden Fall, das Problem ist einfach, dass wenn ihr schon schläft wahrscheinlich, obwohl heute ist Wochenende, ne, heute schlafen die vielleicht wahrscheinlich noch gar nicht, aber eine, ja. Aber Digga, in der Regel ist es auf jeden Fall so, dann, wenn ihr am Schlafen seid, sind wir meistens Videos am Produzieren. Wir haben es halt anders, wir sind halt eher nachtaktiv und dafür schlafen wir halt dann bis mittags 12, 1 Uhr. Genau. Und dann fangen wir auch wieder an mit Videos und gucken dann Kommentare und Nachrichten und so weiter und so fort, checken halt alles ab. Das gehört ja auch irgendwo zur Arbeit dazu. Was? Ich hab ihn doch ermordet! Stopp doch endlich! Alter Schwede, der will nicht sterben, Digga. Ich hab ihn genau angeschossen. Guck mal, was der macht. Ich glaub das nicht. Jetzt glaub ich das nicht, Alter. Entweder mein Aiming ist so schlecht. Leute, habt ihr das gesehen gerade? Alter, ich werd die ganze Zeit minderwertig gekillt von diesem Stummi, oder wie da heißt, Alter. Ich hab voll keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht, Digga, weil... Ich hab die ganze Zeit auf ihn geballert, hab nicht den Kill bekommen. Ja, Digga, das ist manchmal so ein paar Bugs. Das ist voll komisch, ne? Digga, das ist aber relativ oft so. Also wir persönlich finden Battlefield ist auch kein perfektes Spiel, aber es ist halt ein bisschen gelungener als Call of Duty Ghosts. Aber auf jeden Fall wird auf meinem Kanal beides kommen, aber jetzt in Zukunft auch ein bisschen mehr Battlefield, weil Battlefield wirklich gar nicht kam. Was Digga, ich raste gleich so aus bei diesen scheiß Snipern. Was für ein Score hast du? Komm, man hört mich sogar im Chat die ganze Zeit, Alter. Ja, mich auch, Alter. 2:6, weiter so. Spaß. Okay, provoziert nicht den Giorgio, wenn er gerade am Verlieren ist, Alter, der bringt euch um. Digga, wir sind doch sowieso gerade in einem anderen Thema. Vor allen Dingen, ich muss ja auch mich jetzt mal so dran gewöhnen. Ich meine, wir spielen jetzt... Ich habe jetzt die Xbox One seit wie vielen Tagen? 3 Tagen oder 4? Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss mich erstmal an den Controller gewöhnen. Ja, ich will nicht immer Ausreden suchen, Freunde, ja? Ich bin auch momentan noch schlecht. Aber das wird sich auf jeden Fall ändern, weil mir das Spiel übertrieben Spaß macht. Ich zock eigentlich jeden Tag jetzt schon dieses Drecksgame. Mittlerweile. Gut, ich bin noch ein kleines Level und so, weil ich auch nicht so viel Zeit dafür habe. Aber wenn ich ein bisschen Zeit habe, spiele ich das Spiel auf jeden Fall. Naja, also... Oh, da ist einer. Lass mich mal damit killen. Geht das? Digga, was ist denn mit diesem Messi los? Ey, Digga. Ich habe einen Gegner gerade voll geil gekillt. Ich glaube, daraus muss ich eine Montage machen. Also, vielleicht kann man hier auch Trolling-Montagen machen.
Ihr wisst ja, ich habe damals mit Trolling-Montagen so angefangen. Also, was heißt angefangen, aber das kam dann ein bisschen später. Bei meiner Karriere auf YouTube. Und da ist einer mit seiner Schrotflinte und der scheint ziemlich stark zu sein. Oh shit, ich muss ihn killen. Oh, das war so knapp. Ich hasse diese Schrotflinten hier. Oh shit, da ist noch einer. Schnell hier lang gehen. 49, das liebe ich natürlich auch. Okay, oh Gott. Ah, komm schon. Eine Sache noch, die mir übertrieben geil bei Battlefield gefällt, ist einfach, dass, komm, den will ich killen. Ach, der ist schon tot. Oh, ich hasse es, Alter. Oh, da ist noch einer. Bam, Alter, in dein Gesicht, du Bastard. Was mir übel auffällt, wenn ich in Call of Duty... Das ist halt ein Fehler an Call of Duty, finde ich. Und zwar, bei Call of Duty ist es so, ihr seht eure Lieblingswaffen alle schon auf YouTube und so und könnt die sofort freischalten. Hier werden die alle nacheinander freigeschaltet. Es kann aber passieren, dass eure Lieblingswaffe sich irgendwo hinten befindet. Es macht so Spaß, hier Waffen freizuschalten, das glaubt ihr gar nicht. Es macht einfach übertrieben Spaß. Immer wenn ich eine neue Waffe freischalte, fühle ich mich übertrieben geil. Ja, Digga, ich kenne das. Das ist echt hier eine richtige Belohnung. Das ist hier eine richtige Belohnung, ne? Ja, so eine neue Waffe freizuschalten. Bei Call of Duty... Boah, Digga, der lässt mich nie ausreden, Freunde. Der kriegt auf jeden Fall von mir so eine Nackensperre, wenn man sich. Ich bin übrigens am 14. bei Giorgio, also zu Hause. Dann gibt es erstmal einen schwulen Po. Ich meine natürlich ein paar Videos. Und, oh, Alter! Ja, auf jeden Fall. Da kommen auf jeden Fall mega Videos. Wir müssen uns auch mal daran gewöhnen, wenn wir echt Live-Commentary machen, dass wir die Fresse halten. Auch wenn wir gerade ausflippen könnten, wenn einer redet. Weil das stört schon ein bisschen. Aber gut. Erzähl uns allen mehr davon, Giorgio. Wir sind alle interessiert an deinem Leben. Aber am 14. ist der Danny bei mir. Und ja, dann ist am Wochenende hier, dann werden wir auch ins Kino gehen und ja, uns ein bisschen gut gehen lassen, ein paar Videos machen. Halt, es wird auch mal Zeit, wir kennen uns jetzt schon so lange, wir haben jeden Tag miteinander zu tun. Ich habe mit dem mehr zu tun als mit meiner Freundin, das müsst ihr euch mal reinziehen, Freunde. Und der hat auch echt, mehr, ne, mit mir zu tun als mit allem anderen. Und wir sind auch manchmal echt faul, muss man ehrlich sagen, wir könnten so viele Videos produzieren, ja, weil wir auch so oft über echt gute Themen reden. Das ist halt das Problem, wir könnten so über so viele Videos machen, ey, ohne Scheiß, Leute. Und ich gehe gesagt, merkt ihr eigentlich, dass ich hier gerade über das Team abgehe? Alter Schwede, was ist mit dem los? Was macht der denn da? Digga, ich gehe gerade über das Team ab, Alter, ich weiß auch nicht, was los ist. Bestes Live-Commentary ever, Fragezeichen? Alter Schwede, seht ihr das gerade, Leute? Digga, ich bin Vierter, Alter, mit einem 3:8, das muss ich einer reinziehen. Alter Schwede, was für ein Score habe ich? Dein Team hat verloren, Alter. Ja. Was hast du für einen Score? 16-1, Alter. Kann ja gar nicht sein. Ja. Ey, Leute, jetzt mal ohne Spaß, ne? Sonst bin ich immer besser. Das ist natürlich wieder... Ja, regt mich schon wieder auf. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ein 16-1 für euch, gleich beim ersten Battlefield Live Commentary. Wollt ihr mehr Battlefield-Videos sehen, klickt den Daumen nach oben Button. Link zu der Beschreibung, in der Beschreibung zu Giorgio. Schaut bei ihm vorbei, er macht eigentlich genau dasselbe wie ich, nur besser. Ich meine natürlich nur schlechter. Halt die Fresse, Alter. Und, ja, Giorgio, ich überlasse dir nicht das Schlusswort. Ja, Digga, auf jeden Alles Fall. Alles klar, gleich. Was ich jetzt den noch zum Schluss sagen möchte, Danny hat natürlich wieder Vorteil gehabt. Ich gehe jetzt mal kurz hier aus der Lobby raus, damit ich noch zum Schluss was sagen kann. Danny hatte wieder mal Vorteil gehabt, hatte das bessere Team, aber ist ja klar, wer einen kleineren Penis hat, kriegt natürlich auch das bessere Team. Man wird irgendwo im Leben immer bestraft. Aber Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen im Ausland. Ich würde sagen, bis bald, wenn ich bald. Euer Jorginho und ja, dann würde ich sagen 3, 2 und ciao, ciao. Mann, war das ungesynchron. 's ist schon so oft gesagt, lass es einfach. Teddy, okay, ich habe das vielleicht nicht so ganz gemeint, okay? Ich meine das einfach nur so, dass ich immer in diesem Bett schlafe und du immer hier reinkommen musst. Immer machst du das. Teddy, das war nicht... Teddy, das war...